glaube, es ist das Zuhören. Das Zuhören und tatsächlich auch persönliche Geschichte. Ich glaube, Politik muss persönlich werden. Und ich glaube, wir müssen überhaupt von diesem Begriff Feminismus wegkommen, weil 2014 war ich mit zwei sehr wichtigen Theaterfrauen unterwegs. Und bei denen gab es damals doppelt so viele Schauspieler wie Schauspielerinnen im Ensemble. Und ich meinte zu denen, wollt ihr nicht mal irgendwie Frauen und sowas, wollt ihr nicht mal Frauen unterstützen? Und die guckten mich an, abfällig. Und dann sagen sie zu mir, sei mal nicht so hysterisch. Und ich denke mir, okay, krass. Schon allein dieses Wort und schon allein, dass sie das nicht so wahrnehmen. Und ich habe mich gefragt, so, ob sie eine Ahnung haben, dass dieser Begriff damals benutzt wurde, um einen Vibrator zu erfinden und auch, dass man den Frauen, die hysterisch waren, geraten hat, dass sie heiraten sollen. Also es ist ein absolut frauenfeindliches Wort. Und diese Frauen aber, diese beiden, jetzt vor kurzem 2019, sind sie auf einmal so die Oberfeministinnen, die auch ganz viele Frauen jetzt auch mit an Bord haben und jetzt so feministische Slogans auswendig gelernt haben und die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen machen, wo sie Feminismus drauf menstruieren. Und jetzt laden sie mich da auch immer ein, dass ich kommen soll, aber ich kann nicht, weil ich denen überhaupt gar nicht vertraue, weil ich das Gefühl habe, dass sie jetzt einfach so einen Marketingwert im Feminismus sehen.